Hallo, schönen Hallo. Tag, Marco. Schönen Tag, Marco Stein, mein Name. Herrn Wladimir Kadyrov hätte ich gern gesprochen. Ah, ist am Telefon, hallo. Grüße, Herr Kadyrov, schön, Sie erstmal persönlich zu erreichen. Mein Name ist Marco Stein. Herr Kadyrov, ich melde mich bei Ihnen bezüglich Ihrer Online-Registration, wo Sie sich vor kurzem aus Hamburg, steht hier, sich bei uns beteiligt hatten für den Einkaufsgutschein für Amazon. Da war was, ich erinnere. Genau. So, mit einer erfreulichen Nachricht zurück, Herr Kadyrov. Die Registration, die ist bei uns bei der Zentrale in Würzburg durchgegangen, mit Ihrer E-Mail-Adresse putinsinfanterie@gmail.com. So, von insgesamt 37.817 Teilnehmern, die wir bundesweit hatten, wurden Sie, Herr Kadyrov, unter den 20 Finalisten jetzt ausgelost. Echt? Sprich, wir haben auch 20 Krass. Preise. So, alle 20, die ausgelost wurden, die haben jetzt hier bei der ganzen Organisation einen 500 € Einkaufsgutschein gewonnen. Also Wie geil ist das denn? diesbezüglich erstmal herzlichen Glückwunsch meinerseits, Vielen Herr Dank. Kadyrov, sehr gerne. So, den Gutschein Krass. werde ich gleich auf Ihren Namen ausstellen. Das heißt also, der ist dann nicht übertragbar, den können nur Sie einlösen. Der Gutschein, der ist dann ein Jahr lang gültig und ist nach Erhalt sofort einlösbar bei verschiedenen Unternehmen, wie zum Beispiel Mediamarkt, Saturn, Amazon. So, der Gutschein, Herr Kadyrov, der wird Ihnen dann per Post, per Einschreiben zugestellt. Einschreiben. So, Gut. Oh, genau. ich freue mich. Ich habe noch nie was gewonnen. Ist Ja, hammergeil. das sehe ich, sonst müssten Sie hier bei uns gespeichert sein. Aber bei Ihnen sehe ich noch keinen Eintrag, aber ab heute werden Sie drinstehen, denn ich werde den Gewinn gleich offiziell anmelden. Ach, bei Ihnen So, stehen drinnen, wenn Leute es schon mal gewonnen haben, etwas? richtig, genau. Wir sind Fortuna Ah. Service Deutschland. Bei uns landen alle Teilnehmer, die sich bei kostenlosen Gewinnspielen im Online-Portal beteiligt haben. Die landen alle bei uns. Und wie gesagt, da werden dann 20 Finalisten ausgelost, die jetzt einen Gewinn erzielt haben. Das ist So. interessant, wie das funktionieren. Genau, so. Für den Postversand, Herr Kadyrov, hatten Sie bei uns, also der Gutschein wird zugestellt per Einschreiben zu der Adresse, die Sie angegeben hatten, wäre dann am Feenteich 20a in 22085 in Hamburg. Hamburg, beste City. Genau, Geburtsdatum hatten Sie hinterlegt gehabt, den 8.8. und einmal das Geburtsjahr bitte aus Ihrem Munde. 88. Vielen Dank dafür, dann stimmen alle Daten überein. Dürfen Dann natürlich was? keine Was Fehler. habe ich gerade nicht verstanden? Dann stimmen alle Daten überein. Ah, Also okay. dürfen natürlich keine Fehler drin sein, da ich den Gutschein auf Ihren Namen ausstellen werde. Ja? Sprich, auf der Karte wird dann draufgedruckt werden, Ihr Name, Geburtsdatum. Also wenn Sie jetzt persönlich jetzt, der Gutschein ist ja bei drei Unternehmen einzulösen, nicht nur bei Amazon. Wenn Sie jetzt bei Mediamarkt reingehen, was für 50 € aussuchen, dann legen Sie die Karte vor. Guthaben wird dann von der Karte abgebucht. Da können Sie bei Saturn reingehen, was für 100 € aussuchen oder online was bei Amazon bestellen. Krass. Also Sie bestimmen dann selber, wo, wie viel Sie einlösen. Ein Jahr lang haben Sie Zeit, dann den Gutschein aufzuwerfen. Ich finde das so geil. Ich habe erst gedacht, das ist Witz, wo da steht hier Amazon 500 €. Komm, Nein, das ist was kein soll Witz. Also, passieren? Probierst du mal. Ich hätte nicht gedacht, dass das wie das ist ja noch. Wann war das? Das ja. ist doch noch keine Woche gewesen. Genau, das sieht, so sieht's aus. Also, wie gesagt, sind jetzt einer der von, also von 37.817 Teilnehmern unter den 20 zu landen. Da haben Sie jetzt Glück gehabt. Also, manchmal muss man ja auch Glück haben im Leben. Also, wie gesagt, Ja, nochmal eben herzlichen gerade Glückwunsch mit Scheiß meinerseits. Corona muss ja auch irgendwann So mal sieht's was aus. Gutes kommen, oder nicht? Das stimmt, Herr Gadeo. Also, wie gesagt, den Gutschein kann Ihnen Ah, keiner mehr der wegnehmen. Hammer, Den geil. werde ich Das gleich auf Ihren Namen ausstellen. soll mal einer probieren, oder? Ja, wie gesagt, das ist jetzt Ihr gesicherter Gewinn, bekommen alle 20, die ausgelost wurden. Aber das ist ja nicht alles, Herr Kadyrov. Deswegen melden wir uns jetzt auch persönlich von der Gewinnausschüttung aus Würzburg bei allen 20. Wo ist Denn Würzburg? Ich kenne nicht. Würzburg, kennen Sie nicht Würzburg? Ist in der Nähe von München. Ah ja gut, ich bin bei Hamburg, das ist ein bisschen weiter weg. Wir sind ganz oben, ja genau, das stimmt. Wir sind ganz unten, Herr Gradioff. So, Okay. alle 20 Gewinner, die jetzt ausgelost wurden und den Einkaufsgutschein gewonnen Oh, ist haben, das geil. die nehmen jetzt bei uns, Herr Gradioff, an einer Finalziehung mit teil, die genau heute in 3 Monaten stattfinden wird. So, bei 3 Monate, dieser Ziehung. warte kurz, muss ich aufschreiben, dass ich sonst vergessen. Nein, das bekommen Sie eh alles per Post. Das, was ich jetzt hier mit Ihnen durchgehe, das bekommen Sie alles per Post, Herr Kadyrov. Ach so, Ja, gut, klar. super, Also, super. genau. Exakt heute in 3 Monaten wird eine Finalziehung stattfinden, wo wir nur 20 F Finalisten sind und 5 Hauptpreise haben. So, die Hauptpreise, das wären dann 5 Bargeldgewinne.
Diese Ziehung, die findet auch nur einmal im Jahr bei uns statt, wo 5 von den 20 jetzt noch zusätzlich die Möglichkeit haben auf einen Bargeldgewinn. Falls Sie nicht unter den ersten 5 landen sollten, ist das Ja. kein Problem, also kein Weltuntergang natürlich, denn den 500 € Einkaufsgutschein, den erhalten Sie ja natürlich schon vor der Finalziehung von uns. Und Perfekt. ist ja klar, den haben Sie ja schon gewonnen. So, die Finalziehung, Herr Kadyrov, Also wird ist das sogar ein das geiler erste. Tag. Ich wollte heute gar nicht aufstehen. Wir haben gestern gesoffen wie die Schakale, Blade. Ich bin eigentlich noch total besoffen. Okay. Da bin ich froh, dass ich aufgestanden bin, weil Handy lag unten, sonst hätte ich gar nicht gefunden. Ich war heute eher Sachbearbeiter. Ich hätte Sie so lange kontaktiert, bis ich es auch irgendwann erreicht hätte. Denn ab heute bin ich für Sie zuständig. So, die Finalziehung, Herr Kadyrov, wird das erste Mal bei uns live ausgestrahlt Livestream? im Online-Portal. Sie Krass. haben auch die Möglichkeit, diese Finalziehung dann auch live mitzuverfolgen. Denn in dem Einschreiben, wo der Einkaufsgutschein drin sein wird, da wird für Sie ein Internet-Link mit drin sein mit Ihrem persönlichen Passwort. Wie Ne, das heißt heißt denn das also, Seite? Ich habe gerade Langeweile. Kann ich Stream gucken, wenn du mit mir nein, nein, sprechen? da bekommen Sie einen Link. Das bekommen Sie alles per Post, Internet-Link, wie Ja, der Link jetzt aber heißt. auf einen Brief kann ich nicht auf Link draufdrücken. Nein, da bekommen Sie einen Link. Wie der Link heißt, das weiß ich jetzt nicht, Herr Kadyrov. Das So. macht die Postabteilung gleich. Das ist traurig. So, da bekommen Sie per Post einen Link, was Sie dann, wo Sie sich am Finaltag in das Portal einloggen können mit dem Link, Passwort eingeben und zack, sind Sie dann bei der Ziehung live mit dabei. Krass. Aber das ist kein Muss, keine Verpflichtung für Sie. Ne, könnte ja sein, dass Sie verhindert sind zu dem Zeitpunkt, keine Zeit haben. Das was zu Dann ist dem das, Zeitpunkt? dass Sie verhindert sind, Ich bin vielleicht nicht keine Zeit haben. behindert, Alter, was soll Nein, das? nein, verhindert. Dass Sie keine Zeit haben. Sag doch, Entschuldigung. Also Entschuldigung, war nicht. Ich dachte schon, was soll das? nein, um Gottes Willen. Also verhindert heißt, dass Sie beschäftigt sind, keine Zeit haben zu dem Zeitpunkt. Ach so. Dann ist es kein Problem ab Meines heute. Entschuldigung, ich den Wort nicht Nein, gekannt. Wie kein Problem. sagen wir Verbindung? Verhindert. Verhindert. Also so Verhindert heißt. wie Hindernis, ja? Verhindert heißt, wenn man beschäftigt ist, keine Zeit hat zu dem Zeitpunkt. Ja, also die Okay. Finalziehung findet ja heute in 3 Monaten statt, 20:30 Uhr Freitag. Wenn Sie zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, am Arbeiten sind, Dann nehme ich mir frei. dann sind Sie ja verhindert. Ne? Dann haben Sie ja keine Zeit, die Ziehung live mitzuverfolgen. So, dann ist Ah. das kein Problem. Ab heute werde ich Sie begleiten als Sachbearbeiter bis ins Finale. So, deswegen bekommen Sie, Herr Kadyrov, meine Kontaktdaten, meine direkte Durchwahl, alles in dem Einschreiben. Also, Krass. das heißt, ab heute habe ich nochmal die Aufgabe, mich nochmal nach der Finalziehung bei Ihnen zurückzumelden. Ne? Ich hoffe dann natürlich mit einer besseren Nachricht zurück, als jetzt nur mit dem Einkaufsgutschein. Das ist doch auch schon Aber geil. Also ich freue mich. Was sind das denn wollte das anderes Preis? Sind wir gar nicht gesprochen? genau, die Bargeldgewinne bei der Hauptziehung, Finalziehung, die liegen dann jeweils in der Höhe von 50.000 € auf dem ersten Platz, 25.000 auf dem zweiten, dann kommen 10, 8 und 4.000 €. Ist das geil? So, Wer verschenkt denn Geld? Wer verschenkt das? das sind die deutschen Verlagshäuser Der bundesweit. was? Die deutschen Verlagshäuser. Also bei kostenlosen Gewinnspielen im Online-Portal sind die Veranstalter seit 2014 immer die deutschen Verlagshäuser Was bundesweit. das Wort bedeutet, Verlagshäuser. Das sind Verlagshäuser, die stellen ja Zeitschriften aus, wie zum Beispiel also TV-Zeitschriften oder Kiosk oder was? zum Beispiel genau, TV haben wir die Hör zu frei, TV Hören Sehen Bild Funk, Autosport So. haben wir die Auto Motorsport frei, Motorsport aktuell. So, das sind Sponsoren. Dieser Sponsor, wenn ich einen Sponsoren auf Ihren Namen registriere, dieser Sponsor finanziert für Sie jetzt den Einkaufsgutschein, den Sie gewonnen Oh, haben das ist cool. und eventuell dann noch den Bargeldgewinn. So, wichtiger Punkt ist, Herr Kadyrov, keiner darf sich für den gleichen Sponsoren entscheiden. Deswegen haben wir nur 20 Sponsoren zur Auswahl, weil wir ja auch 20 Gewinner sind. Also jeder Gewinner, der bekommt auf seinen Namen einen Sponsoren registriert. So, der Grund, Herr Gardiroff, warum sich keiner für den gleichen entscheiden darf, das hat einen ganz einfachen Hintergrund. So, die Finalziehung heute in 3 Monaten wird ja bei uns live ausgestrahlt.
Livestream. Sollten jetzt bei der Finalsjury. Braucht ihr noch Moderatoren für Livestream? Weil ich habe bei Internetradio ich sehr, sehr viel Erfahrung habe. Echt? Okay, das muss man meinen Vorgesetzten nachfragen. Ja, mach mal. So, ich biete beste Service. Ich habe Seite, okay. Kann ich auch gerne sagen für Chef. Vielleicht der braucht. Ich habe Bandquote von 33% innerhalb von 16 Sekunden. Oh, okay, dann ist das werde ich mit meinem Vorgesetzten gleich mal absprechen. So, sollten jetzt, Herr Gradio, bei der Finalziehung die Bargeldgewinne ausgelost werden, also die 50, 25, 10, 8, 4.000, dann wird bei der Finalziehung nicht der Name Wladimir Kadyrov erscheinen, okay, sondern der Name dann von Ihrem Sponsoren. Ja, also falls Ihr Sponsor... Ach, die kriegen dann das Geld oder was? Genau, nein. Also falls Ihr Sponsor bei der Ziehung erscheinen sollte, so, dann können Sie mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass Sie eines der Bargeldgewinne erzielt haben. So, falls Ihr Sponsor bei der Ziehung nicht erscheinen sollte, dann bleibt es bei dem Einkaufsgutschein, den Sie ja vor der Finalziehung erhalten werden. So, da die ganze Ziehung, Herr Kadyrov, live ausgestrahlt wird, macht dann dieser Sponsor, der auf Ihren Namen registriert wurde, bei der Finalziehung auch natürlich seine Werbung mit dadurch. Ja. Und durch die Einnahme der Werbegelder wird das ganze Gewinnspiel dann auch finanziert. Ja, also falls Sie jetzt fragen, woher kommen die ganzen Bargeldgewinne her, die werden natürlich mit Werbung finanziert. Wie immer. So, egal was du machst, Werbung. Immer Werbung. Und keiner guckt sich das an. Das ist ja das Lustige, weißt du, die geben Millionen und Millionen für eine Werbung bei einer Firma zu machen, aber ganz ehrlich, ich habe noch nie irgendwas gekauft, weil es ist bei Werbung gewesen. Entweder brauchen oder nicht brauchen. So sieht's aus. Ja, das ist halt Werbung, ist halt in Deutschland so. So, den Sponsoren, Herr Gradioff, den darf sich jeder selber aussuchen bei uns, unter den 20, die wir da haben. Da haben wir verschiedene Kategorien zur Auswahl, wie zum Beispiel Kategorie TV, Wissenschaft, Autosport, Finanzen oder Computer. Ich wiederhole nochmal, also TV, Wissenschaft, Autosport, Computer, Finanzen. In welche Richtung darf Ihr Sponsor gehen bei der Finalziehung? Ich habe das nicht verstanden. Was machen? Was soll ich jetzt machen? Also Sie suchen sich jetzt einen Sponsor aus. Den Sponsor werde ich auf Ihren Namen registrieren. Sobald ich den auf Ihren Namen registriert habe, darf sich keine mehr für den gleichen Sponsoren entscheiden. Denn bei der Ziehung wird ja nicht Ihr Name erscheinen, sondern dann Ihr Sponsor. Ach so. Ja, also anstatt Ihrem Namen wird Ihr Sponsor erscheinen. Also darf ich mir einen Sponsoren aussuchen? Genau. Wer darf Ihr Sponsor sein? Also in welche Also ich Richtung hätte am liebsten, falls Agentarius noch offen ist, würde ich den nehmen. Also nee, wir haben ja nur 20 Sponsoren zur Auswahl, weil wir 20 Gewinner sind. Also TV haben wir, TV-Zeitschriften, Wissenschaft, Computer, Autosport, Finanzen. Also gibt Propaganda Panda noch als Sponsoren? Mm-mm, leider nicht. Sind die guten, also sind alle schon weg, blöd. Ja, also wir haben ja nur 20 zur Auswahl, 7 wurden schon ausgesucht, also 13 Sponsoren noch frei. Kennst du das Hammer krass geiles Computer von Agentarius? Ich hatte gehofft, kann ich bei denen was kriegen. Achso, Computer haben wir frei. Drei Wochen musste ich üben, bis ich konnte ich dieses Name sprechen. Achso, okay, Computer hatten wir 2 Sponsoren, einer wurde schon ausgesucht, also einer nur noch frei. Ihr Sponsor würde heißen Computerbild. Ist das Gutes? Als Computerbild kenne ich jetzt nicht persönlich, ehrlich gesagt. Muss ich mal nachschauen eben. Moment, Computerbild. Also so Firma mit so, Gutes, nicht so wie amerikanisch. Mit Computerbild erhalten Sie alle News und rund um Computer, Internet, Mobilfunk. Dazu Antworten auf Alltagsfragen im Service-Teil. Altersfragen? So mit Rente und so? Alltagsfragen. Nein, Alltagsfragen. Also keine Ahnung, mithilfe der aktuellen Bestenlisten und Vergleichstests treffen Sie auf Kaufentscheidungen gut informiert. Also das ist eine Computerzeitschrift, die Computerbild. Aber wenn Sie sagen, okay, nee, Autosport, haben wir zum Beispiel die Automotorsport frei oder die Motorsport aktuell. Gibt es Russia Today Zeitung? Mm-mm, leider nicht, Herr Kadio. Putin am Morgen? Genau, auch nicht, leider. Also wie gesagt, wir haben TV, haben wir frei, die hört zu, TV hören und sehen oder die Bildfunk. Wissenschaft haben wir noch frei, die Bild der Wissenschaft. Computer haben wir frei, die Computerbild. Autosport haben wir frei, Automotorsport oder Motorsport aktuell.
Finanzen haben wir den Sponsoren eurofrei. Ansonsten kommt Kategorie Frauen. Wie viel Euro? Also der Sponsor Euro. Ja, wie viel Euro? Einmal halbjährlich 48 Euro. Nee, wie viel gewinnen, wenn wir den nehmen bei Gewinnspiel? Nein. Wie viel Euro? War doch das Frage, oder nicht? Nein, Euro, so heißt dann Ihr Sponsor. Ach das so. Genau, so. Finanzen, die Sponsorenzeitschrift heißt Euro. Entschuldigung. Nein, kein Problem, Herr Reiter. Also dafür bin ich ja da, als Ihr Sachbearbeiter, Sie hier gut zu informieren. Also wenn ich den Sponsoren Euro bei Ihnen eintragen würde, als Ihren Sponsoren, dann darf sich keiner mehr für den Sponsoren Euro entscheiden und sollte die Euro bei der Finalziehung jetzt erscheinen. So, dann bekommen Sie per Blitzüberweisung online ein Bargeldgewinn gutgeschrieben auf Ihr eigenes Bankkonto. Falls die Euro dann nicht erscheinen sollte, dann bleibt es bei dem 500 Euro Einkaufsgutschein. Ah, und das ist Computerfirma? Nein, Euro ist Kategorie Finanzen. Was heißen? Kategorie Finanzen, also Euro, ich guck mal nach, was die Euro als Inhalt hat. Euro. Zu den Inhalten des Wirtschaftsmagazins Euro gehört die kompetente und kritische Beratung zu Kapitalanlagen wie Aktien, Fonds und Zertifikaten. Schwerpunkte liegen auf den weiten Bereichen der Wirtschaft, Politik und Börse. Investive Berichte aus den Unternehmen und verschiedenen Märkten liefern interessante Informationen. Ich habe kein Wort verstanden. Okay, Herr Kadyrov, dann würde ich vorschlagen, also, dass wir hier irgendeinen Sponsor eintragen, der Ihren Gewinn finanziert. Also dieser Sponsor finanziert für Sie jetzt dann den Einkaufsgutschein, den Sie gewonnen haben. Dann ist ja, alles gleich gut, ist, wenn ich jetzt den nehme, ist besser oder schlechter als einen anderen oder alle gleich? Das ist alles gleich. Dann irgendwas, mir egal. Okay, also dann TV-Zeitschriften, hör zu, TV Hören und Sehen, Bildfunk. Wer darf Ihr Sponsor sein? Hör zu, TV Hören und Sehen, Bildfunk oder Autosport, Automotorsport, Motorsport aktuell. Sind Sie Auto begeistert, Autosport? Herr Kadyrov, mögen Sie Auto? Ja klar, geile Motorrad, auch gut. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir hier die Motorsport aktuell bei Ihnen eintragen als Ihren Sponsoren. Ist das okay? Finde ich gut. Ja, okay, dann trage ich hier die Motorsport aktuell ein. Motorsport aktuell. Eine Frage, Herr Kadyrov, dürften wir Sie auf der ersten Seite in der Motorsport aktuell als Gewinner dann mit dem vollen Namen veröffentlichen oder möchten Sie dann lieber anonym bleiben? Dass dann meines Name bei den Sponsoren drinstehen? Genau, auf der ersten Seite in der Motorsport aktuell, da wird dann, wenn Sie veröffentlicht werden möchten, drinstehen, Herr Wladimir Kadyrov aus Hamburg hat gewonnen, je nach Platzierung. Oh, okay. Wenn Sie anonym bleiben wollen, dann steht da drin, Herr V.K. aus Hamburg hat gewonnen. Kann man da das Künstlername reinschreiben? Bitte? Kann man Künstlername nehmen? Künstlername? Nee, das geht leider nicht. Also entweder... Das ist ja auch richtiger Name, aber nur ich weiß halt, dass ich das bin, weil ich... Wie sagt man bei... Ich muss gerade gelegen wie Deutsch, warte, ich gucke bei Google, wie schreibt man bei Deutschland. Synonym. Wie wenn ich eines Buch schreibe, steht hinten drin Paul Anton und dann mein Verlag weiß, ist Wladimir Kadyrov. Das meinen. Ich wollte da jetzt nicht Meerschweinchenmörder reinschreiben oder so. Also Synonym, meinen Sie? Synonym. Synonym. Okay, also dann wird da nur drin stehen Synonym. Aus Hamburg hat gewonnen. Nein, Synonym ist ein Begriff für das da ist so meine Synonym ist Wladimir Wladimirovich Putin und dass wir das da reinschreiben. Ach so, okay. Sagen Sie mal Wladimir also wie meine Vorname. Dann Wladimirovich, also wie Wladimir mit Ich hinten dran. Ja. Und dann Putin. Okay, dann schreibe ich hier also Moment, Wladimirovich
Putin. Können Okay, Sie dann noch wenn Sie mal, da so drin können Sie bitte noch einmal komplett lesen, dass wir Also richtig haben? Herr Wladimirovich Putin aus Hamburg hat dann gewonnen in Nein, Ihrer nein, nein, Station. stopp. Ah, Wladimir muss auch noch am Anfang stehen. Einmal Ach komplett so, bitte. Wladimir Putin aus Hamburg hat Nein, gewonnen. stopp. Wladimir, Wladimirovich Putin. Okay, also, Moment, Das ist wichtig. Wladimirich, okay, jetzt Wladimirovich. haben wir es. So, Wladimirovich Putin aus Hamburg hat gewonnen in jener Station. So, dann würden Sie dann so auf der ersten Seite erscheinen in der Motorsport aktuell. Spasibo, Okay, sehr gut, so, sehr gut. der Sponsor, haben Sie vielleicht was zum Schreiben dabei, Herr Kadyrov? Ah, nicht wirklich. Warte mal. Nein, okay, kein Problem. Also, ich wollte Ihnen nur nochmal meinen Na, Namen ich habe mitteilen. no Notepad bei Handy. Kann ich bei Notepad Okay, dann notieren Sie sich bitte einmal meinen Namen kurz auf, damit Sie nicht vergessen, wer Ihr Ja. Sachbearbeiter ist ab heute. Ich schreibe. Okay, mein Name ist Marco Stein. Marco mit Stein. C. Marco mit C. Stein wie der Also, Felsen. genau, richtig. Bist du der von, weil ich ganze Zeit schon denke, deine Stimme so bekannt, bist du von YouTube Markus Talk? Bist du das? Der Nein, mit nein, Talkshow? nein. Ah, oh, Nein, ich schade. mache. Schade, ich hätte so gerne mal kennengelernt. Okay, das glaube ich Ihnen, aber leider bin ich das nicht. Was Weil heißt leider, aber. der hat nämlich auch gesagt, der mit Kundenbetreuung arbeitet, nicht die ganze Zeit schon gedacht, ist der das? Ist der das? Aber dann, Nein. sehr, kennst du bei YouTube? Habe ich mal gehört, habe ich mal gehört. Aber persönlich aber hab ich ihn noch nie verfolgt bis jetzt, aber gehört, ich wurde schon öfters darauf angesprochen, aber wie gesagt, selber verfolgt habe ich ihn bis jetzt noch nie. Aber werde ich mal tun aus Neugier. Der hat schon lange keines Video mehr gemacht, einfach nicht mehr gekommen. Der dachte, vielleicht Okay. irgendwas geschehen. Nein, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht wissen, Schade. natürlich. Ich bin also Marco Stein aus Würzburg. So, unser Unternehmen heißt Fortuna Service Deutschland. Fortuna. Wie das Göttin von Genau, Roma. Fortuna heißt auf Lateinisch Glück. Glück. Genau, richtig. Fortuna Service. Glücksdienst Deutschland. Hört sich an wie Bordell, oder nicht? Ja, fast, aber nein. Also, wir sind Fortuna Service Deutschland aus Würzburg. Finde ich cool. So, Ihren Sponsoren bitte einmal kurz notieren, damit Sie nicht vergessen, wer Ihr Sponsor ist ab heute. So, Ihr Sponsor heißt ab heute Motorsport Aktuell. Sport aktuell. Gut. Ja. So, da werden Sie jetzt, Herr Kadyrov, in den nächsten 7 bis 10 Werktagen, da werden Sie die erste Post erhalten. Und zwar bekommen Sie ein Begrüßungsschreiben von Ihrem Sponsoren, also von der Motorsport aktuell. So, da steht dann nochmal alles ausführlich über den Ablauf vom Sponsoren mit drin. Und bitte nicht wundern, wenn Sie das sehen. In diesem Begrüßungsschreiben, da wird ein Dankeschön-Geschenk mit drin sein. Das kommt jetzt nicht von uns, das kommt jetzt von der Motorsport aktuell. Und zwar ist das ein Hotelgutschein mit einem Wert von 599 Euro. Aber da werden Sie einen Code erhalten. Solange Sie diesen Code nicht online einlösen, ist der Hotelgutschein zum Glück dann auch 3 Jahre lang gültig und auch übertragbar für 2 Personen. Also, das heißt, den Hotelgutschein, den können Sie gerne weiter verschenken oder verkaufen. Habe ich noch was Sie haben. gewonnen? Naja, das ist ein Dankeschön-Geschenk von der Motorsport aktuell. Beste Das ist Tag dafür mein Leben. gedacht, damit wir die Wartezeit für Sie etwas verschönern können bis zur Finalziehung. Aber ich kann doch jetzt So, gar nicht in Urlaub fahren, ist Corona nee. bald. Genau, deswegen ist der auch 3 Jahre lang gültig und übertragbar für 2 Personen. Wohin Also, kann man gehen mit dieses Sie haben dann Schreiben? die Auswahl, Sie haben dann die Auswahl zwischen rund 1700 Hotels in 40 verschiedenen Ländern der Welt. Welches Länder? Ja. Sag mir. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, Herr Kadyrov. Das steht alles in dem Schreiben mit drin, wo der Einkaufsgutschein, Hotelgutschein drin sein wird. Also in den nächsten 7 bis 10 Werktagen bekommen Sie die Post, das Begrüßungsschreiben vom Sponsoren und bei welchen Reiseportalen der Hotelgutschein einzulösen ist, das steht dann alles in dem Schreiben mit drin. Krass, ich freue Ja, mich so, also wie gesagt, vielen Dank. Ich freue mich sehr gerne. super, Also sehr groß, das viel bekommen Sie Freude. schon in den nächsten 7 bis 10 Werktagen mit der ersten Post als Begrüßungsschreiben vom Sponsoren. Zweite Post kommt dann per Einschreiben bei Ihnen an mit den 500 € Einkaufsgutschein drin, meine Kontaktdaten, meiner direkten Durchwahl, dem Internetlink und dem persönlichen Passwort. So, und sollten Sie die Ziehung live mitverfolgen Ja, mach ich. und es erscheint bei der Ziehung jetzt die Motorsport aktuell,
Ja. So, dann können Sie mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass Sie dann eines der Bargeldgewinne erzielt haben. Steht dann dabei, welchen Geld gewonnen? Wie viel Geld Ja, gewonnen? klar, genau, Geil. klar. Das wird ja Alter, ist das live krass. ausgestrahlt alles. Ist das alles krass, Alter. Ich habe so So. geile Glück. Ja, manchmal muss man auch einmal Glück im Leben haben. Also ich freue mich, Ihnen den Erstgewinn mitzuteilen zu dürfen. Ich hoffe, Sie haben im nächsten, also dass Ihr Glück weiter so weiterläuft. Ja, ich auch Aber hoffen. auch nicht, ne? Also ich trage den Gewinn offiziell gleich hier an, werde ich ihn anmelden. So, sollte es bei der Finalziehung, Herr Kadirov, zu einem der Bargeldgewinne kommen, die Bargeldgewinne, die werden dann nach der Finalziehung innerhalb von 24 Stunden nachweislich auf Ihr eigenes Bankkonto dann gutgeschrieben. So, für die Gutschrift der Bargeldgewinne ist bei uns dann natürlich die Buchhaltung für zuständig. Ja. Und für die Gutschrift der Bargeldgewinne, da fehlt uns dann einmal von Ihrer Seite aus, Herr Kadirov, einmal die öffentliche Überweisungsnummer, also keine Bankdaten, sondern nur einmal die IBAN, die DE-Nummer für Deutschland. Sie müssen einmal hier eintippen. Was heißt öffentliches Nummer und Unterschied zu Bankdaten? Die IBAN, IBAN, IBAN. IBAN. IBAN, genau, das ist Weißt du, was die cool ist? kennen. Mein Bruder heißt Ivan und immer wenn einer sagt, gib mir Ach mal den so. Ivan, Ach so. hol ich Ivan ans Telefon und die Leute Nein, dann immer Gott will. denken, was zum Teufel machst du da? Nein, IBAN, IBAN. IBAN ist die Abkürzung für die International Bank Account Number, Lass mich in also Ruhe eine. mit Englisch, blöd. Okay, also das ist eine internationale anerkannte Überweisungsnummer, deswegen fängt die bei uns mit DE für Deutschland mit an. Also einmal die DE-Nummer, die müsste ich hier eintragen. Dieses Scheißding. Früher konnte ich meine Nummer mal gewendig und dann dieses IBAN-Ding gemacht haben. Ja, okay, also wie Ich gesagt, muss gucken, wo habe ich. Weißt okay, du, dann hast du gerade die Zeit. Haus, wir Haus, weißt du, darfst du nicht arbeiten? Und jetzt, da ich bin Hotelmanager und jetzt gerade dürfen wir nicht arbeiten, ich gerade Haus renovieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich ganze Sachen gelegt. Aber gestern habe ich noch Pizza bestellt, also ist auf jeden Fall da. Okay. Lass mich mal gucken. Jetzt hast du gesagt, dass das Gutschein, während ich suche, ist macht auf meines Namen, richtig? Genau, der Gutschein, den werde ich auf Ihren Namen ausstellen. Hallo. Also der Gutschein, der kommt dann in Form einer EC-Karte, also Hey. so ein Plastik. Ja. Hören Sie mich, Herr Kadirov? Hey, bist du noch da? Ich bin noch da, hören Sie mich? Jetzt kann ich wieder hören, da war die Bindung war Achso. geloschen. Achso, kann sein. Ich Also, wollte den dich Gutschein werde ich. fragen, wie das ist mit das Gutschein. Du musst da mein Name drauf Gutschein. schreiben, dann musst du auch noch das von meines Amazon, weil ich habe so Partnerlink von Amazon. Da musst du da meines Partnerlink drauf reinschreiben. Nein, nein, nein. Muss nicht draufstehen. Sie können ja, da bekommen Sie, wenn Sie bei online, bei Amazon was bestellen, da bekommen Sie ein Passwort in dem Einschreiben. Also wenn Sie online bestellen, wie Sie online bestellen können bei Amazon, da steht dann alles ausführlich in dem Einschreiben mit drin, wo der Einkaufsgutschein drin sein wird. Da bekommen Sie ein Passwort, das Sie dann eintippen müssen, dann können Sie online bei Amazon für 500 € einkaufen. Das ist gut, aber ich habe so Partnerlink. Das heißt, wenn das bestellen, dann ich krieg ein bisschen Geld davon. Das muss man da doch mit draufschreiben oder nicht? Wegen, wie sagt man, wegen steuerpflichtig. Nee, also Gewinne ab 1.000 € die sind steuerpflichtig bei kostenlosen Gewinnspielen. Gewinne bis 500 € da zahlen Sie keine Steuern. Ah, muss ich nicht geben. Nein, ab 1.000 € erst. Gut, dann brauchen wir ja nichts zu machen. Nee, eben. Scheiße, nicht schon genug Geld von uns nehmen, oder? So sieht's aus. Sauereien. Große Sauerei, was die alles nehmen bei uns. Ja, immer, ja, das kommt immer, die Armen, die müssen immer, ja, die leiden darunter immer, also sprich wir, die Arbeiter. Ist so. So, warte, ich glaube, ich habe gefunden. Okay. Warte mal, kurz was trinken. Ah, letzte Nacht gesoffen wie die Schakale, Alter. Ich bin immer noch Ja. nicht wieder ganz fit. Okay. Weißt du, wir haben so ein Spiel gespielt. Kennst du Dart, wo man so Pfeile werfen? Ja klar, spiele ich auch sehr gerne Wir sogar. Gesicht von Angela Merkel drauf machen. Ganze Ja. Nacht geschossen. Du kannst nicht mehr sehen, was war bei Bild drauf. Ja, das hat er auch verdient.
Ist so, die alles ganze Leben kaputt machen. Wir müssen. Deutschland hat die kaputt gemacht, die Frau wirklich. Ist so, wir müssen. Vielleicht weißt du, je mehr Menschen helfen, wir müssen gucken, dass Wladimir Wladimirovich Putin nicht nur Russland, sondern auch bei Deutschland Präsident. Dann alles gut. Ja. Ja, so sieht's aus. Ist so. Magst du Putin? Ich liebe Putin, auf jeden Fall. Großartig. Warum magst du Putin? Ja, weil er konkret ist, der hat keine Angst, der hat Eier, der Mann, ja. Putin, ich sag dir, Putin kämpft nackt gegen Bärenblät und gewinnt. Ja, der hat, also wie soll ich sagen, Eier, der scheißt auf alles. Es ist so krass, Alter. Weißt du, ich sag immer, anstatt einen Krieg zu machen, weißt du, sterben Menschen, was können nichts dafür, wenn Merkel und Putin ein Problem haben, dann sollen die boxen. Weißt du? Ja. Und Putin macht sie alle kaputt, Alter. Der kommt aus seinen Bärengeräten, steigt ab von den Bären und dann blärt bei Biden, bei Merkel und wie die alle heißen, gibt voll bei Schnauze drauf. Der scheißt auf Amerika, auf Deutschland, auf alles scheiße. Der macht alles kaputt, blärt. Aber wir wollen ihn nicht kaputt machen, wir wollen ja nur in Frieden leben. Ja, den Mann sollte man ernst nehmen, auf jeden Fall. Ja, natürlich musst du Putin ernst nehmen, sonst kommt Putin dich holen. Verstehst du das? Genau. Sehr gut, also, sehr gut. Du bist ein guter Junge. Die E-Nummer? Dankeschön. Habe ich was? Die IBAN, die müsste ich ja einmal noch eintragen, die E-Nummer. Ach so, soll ich sagen? Ja, klar. Sag das doch. Der E? Mhm. 431? Ja. 005? Mhm. Ich hasse das, wenn so viele Zahlen hintereinander, warte. 5 mal 0. Ich weiß nicht, 1, sind es 4, 5, 6 oder 7? Ich komme immer kaputt dabei. Also ich habe jetzt 5-0 eingetragen. 5-0, ja, dann kommt 9-2, 0-0-1, 8-9-6-3. 8-9-6-3. Mal gucken, was mir die Buchhaltung antwortet. Bekomme grundsätzlich zurück, wurde bestätigt von der Buchhaltung, dass die IBAN ihre IBAN ist. Klar. Aktiv ist auf ihren Namen bei der Landesbank Berlin, Berliner Sparkasse. Also keine Probleme bei der Auszahlung der Bargeldgewinne. Sprich, sie dürfen noch offiziell an der Finalisierung teilnehmen. Super. Das finde ich richtig cool. Letzter Punkt, Herr Gradirov. Dann sind wir auch durch. Dann werde ich den Gewinn offiziell anmelden bei uns in der Kartei und dann den Gutschein auf Ihren Namen ausstellen. Du hast gesagt, das kommt bei Einschreibung, richtig? Genau, per Einschreiben. Falls Sie nicht zu dem Zeitpunkt zu Hause anwesend sein sollten, dann kommt der Gutschein nicht zurück zu uns, sondern der wird dann bei der nächstgelegenen Postdienststelle in Hamburg dann auf Ihren Namen hinterlegt, der Gutschein. Perfekt. Das wollte ich gerade fragen. Du bist guter Junge. Nee, dort könnt ihr den Gutschein innerhalb von 14 Tagen abholen. Perfekt. So, die Motorsport aktuell, Herr Kadirov, die Motorsport aktuell begleitet Sie als Sponsor jetzt für 12 Monate. Das heißt also, für 12 Monate bekommen Sie jetzt die Sponsorenzeitschrift zugestellt zu der am Feenteich 20a in Hamburg. Richtig. So. Genau, das ist hier also eine spezielle befristete Aktion für nur 12 Monate, weil Sie gewonnen haben. Hätten Sie jetzt keinen Gewinn, würde kein Sponsor in Frage kommen. Also Motorsport aktuell, wer finanziert jetzt für Sie den Einkaufsgutschein, Hotelgutschein und falls er bei der Finalziehung auch nochmal erscheinen sollte, dann können Sie nochmal einen Freudensprung machen. Dann gibt es per Blitzüberweisung online ein Bargeldgewinn auf Ihre IBAN. Was soll ich machen? Ich habe gerade nicht verstanden. Dann können Sie einen aus Freude einmal springen, denn dann bekommen Sie ein Bargeldgewinn. Also falls die Motorsport aktuell bei der Finalzüge erscheinen sollte, cool. Dann gibt es Blitzüberweisung innerhalb von 24 Stunden ein Bargeldgewinn auf Ihre IBAN. Ist das mit PayPal dann, wenn das so schnell geht? Nein, das wird dann von der Hauptzentrale München überwiesen. Also deswegen bekommen Sie nach meinem Telefonat den Anruf aus München von unserer Hauptzentrale. Genau. Da wird auch die Finalziehung stattfinden. So, ich werde dann den Kollegen jetzt aus Würzburg online mitteilen, dass ich genehmigt habe, dass die Post jetzt für Sie rausgehen darf. Krass. So, dieser Anruf aus München, der dient dann nur nochmal zu Ihrer Sicherheit, damit Sie dann als Verbraucher nochmal abgesichert und geschützt sind. Die Kollegen, die prüfen dann nochmal meine Arbeit kurz auf Fehler. Das heißt, da wird kurz nochmal ein Datenabgleich gemacht, die Adresse abgeglichen. Was hast du für Fehler gemacht? Nein, die Kollegen, die Damen aus München, die prüfen meine Arbeit dann nochmal kurz auf Fehler, ob da vielleicht irgendwas falsch ist. Also das heißt, da wird ein Datenabgleich gemacht. Die machen Kontrolle. Ja,
Ja, genau. Ob die Daten übereinstimmen, also am Feenteich 20a in Hamburg, Geburtsdatum 8.8.1988. Ja. Ihr Sponsor wird nochmal bestätigt für die Finalziehung, die Motorsport aktuell, wie gesagt, 12 Monate nur. Und die letzten zwei Ziffern Ihrer IBAN, das wäre bei Ihnen die 63, Herr Kadyrov, die 63, ne, das sind die letzten zwei Ziffern Ihrer IBAN. Die müssten Sie einmal gleich selber bestätigen, also nur die 63. Ach, die denn, können das nicht wissen? Die muss ich denen nochmal sagen. Nur die letzten zwei Ziffern, nur die 63, die müssten Sie einmal gleich selber bestätigen. Ah. Denn sobald Sie die 63 selber bestätigt haben, werden Ihre Daten nach dem deutschen Datenschutzgesetz verschlüsselt. Was heißt das? Das heißt, ich bekomme dann hier nur noch alles in Sternchenformat zu sehen, da wir auch noch Datenschutz arbeiten. Sternenformat? Ja. Ich habe das nicht verstanden. Was passiert? Nein, wenn Sie 63 bestätigt haben, werden Ihre Daten verschlüsselt. Also die IBAN, die ist dann für mich nicht mehr zu sehen, da wir nach Datenschutz arbeiten. Ja, also Ihre Daten, die sind hier sicher. Die werden auch nicht weitergeleitet oder die werden hier nach der Beendung, also nach Beendung der Verlosung, wird hier komplett alles bei uns gelöscht. So, Herr Kadyrov, ja. Der Sponsor Motorsport aktuell begleitet Sie, wie gesagt, für 12 Monate. Ne? Also das heißt, für 12 Monate bekommen Sie die Sponsorenzeitschrift jetzt zu Ihrer Adresse zugestellt. Den Sponsoren, den leistet sich dann auch natürlich jeder Gewinner selber. Also, das heißt, damit Sie dann auch eine Verbindung zum Veranstalter haben, müssten Sie, Herr Kadyrov, an den Sponsoren Motorsport aktuell dann einmal halbjährlich einen kleinen Beitrag leisten. So, dieser einmal halbjährliche Beitrag... Soll ich für die Werbung bei das Internetradio machen, oder? Nein, Sie müssten einmal halbjährlich 70 Euro an die Motorsport aktuell zahlen. Ha, warum? Ja, damit Sie eine Verbindung zum Veranstalter haben. Die Verbindung, die doch meines Namens... Ich habe doch gewonnen bei denen, oder nicht? Ja, also nein. In den AGBs stand ja mit drin, jeder Gewinner, der sich einen Gewinn gesichert hat, was Sie jetzt haben, 500 Euro Einkaufsgutschein, haben Sie ja schon mal sicher. So, jeder Gewinner, der muss auch eine direkte Verbindung zum Veranstalter haben. Und das tun Sie dann, indem Sie deren Kunde für 12 Monate werden. Also Sie zahlen nur einmal im halben Jahr diese 70 Euro und Sponsorlaufzeit hat nur 12 Monate, nicht länger. Und dadurch wird der... Ich komme überhaupt nicht mehr mit, was jetzt passiert gerade. Oh, ja. Ja, also... Du sagst mir, ich habe ich das gewonnen, jetzt soll ich Geld bezahlen? Ja, genau, einmal halbjährlich, 70 Euro. Ist doch kein Gewinn, wenn ich Geld bezahle. Ja, aber das sind Sponsoren, die finanzieren ja für Sie die zwei Gutscheine, machen ja schon 1099 Euro zusammen. Was denn? Das ist ja hier eine spezielle befristete Aktion für 12 Monate, weil Sie gewonnen haben. Hätten Sie keinen Gewinn, dann würde kein Sponsor in Frage kommen. Also ach, wenn ich nichts gewonnen hätte, müsste ich auch nichts bezahlen, oder was? Genau, richtig. Dann wäre doch eigentlich also, besser, oder nicht? Ja, wie? Dann haben Sie ja nichts gewonnen. Nee, das ist ja auch wieder doof. Ja, klar, ist das so. Wie also, man es macht, ist nicht gut. Ja, also das ist der kleine... Das ist ein Geben und Nehmen, Herr Kadyrov. Das ist so, wenn ich Ihnen sagen würde, Herr Kadyrov, geben Sie mir bitte 70 Euro. Ich gebe Ihnen dafür 1099 Euro zurück. Ja, ja, das ist also ein Geben. Und am nächsten Tag sagst du, blöd, er hat mich erpresst. Nein, natürlich nicht, Herr Kadyrov. Also das, was ich jetzt hier mit Ihnen durchgehe, das bekommen Sie dann nochmal alles schwarz auf weiß bestätigt. Vorher ist da gar nichts gültig. Also telefonische Verkäufe oder Verträge, die sind in der Bundesrepublik nicht anerkannt. Ach, Gesetze so, von Bundesrepublik interessieren mich nicht. Ich bin Putin. Ja, genau. Also wie gesagt, Sie bekommen alles schwarz auf weiß. Vorher ist da nichts gültig. Also in den nächsten 7 bis 10 Werktagen bekommen Sie schon die erste Post mit den 599 Euro Hotelgutschein drin und zweite Post dann kurz vor der Finalziehung per Einschreiben mit den 500 Euro Einkaufsgutschein. Also zwei Gutscheine erhalten Sie schon vor der Finalziehung, machen dann zusammen einen Wert von 1099 Euro. Das ist richtig gut, Deal. So, Herr Radio, wenn Sie, soll es bei der Motorsport aktuell bleiben, bei den einmal halbjährlich 70 Euro? Richtig gut, Deal.
Ja, okay, dann bleibt es bei der Motorsport aktuell. So, könnte ich den Beitrag einmal kurz notieren, damit Sie es einmal nachkontrollieren können, wenn Sie die Unterlagen erhalten. Also einmal halbjährlich 70 Euro. Was soll ich jetzt machen? Am besten den Beitrag einmal notieren, damit Sie es einmal nachkontrollieren können, wenn Sie Aufschreiben. die Post genau einmal notieren. Also einmal halbjährlich 70 Euro. Also nicht monatlich, um Gottes Willen, nur einmal im halben Jahr. Und Sponsor hat eine Laufzeit von nur 12 Monaten, nicht länger. Das gut. Ne? Also nur für 12 Monate, nicht länger. So, Herr Kadirov, der Gutschein, der ist jetzt aktiviert worden durch die Motorsport aktuell. Den werde ich jetzt auf Ihren Namen ausstellen. Der ist dann nach Erhalt sofort einlösbar. Nicht vergessen, nur ein Jahr lang gültig, nicht übertragbar. Gut. So, Herr Kadirov, Sie bekommen jetzt nach meinem Telefonat den Anruf aus München, von unserer Hauptzentrale. Ich werde jetzt den Kollegen mitteilen online, dass ich genehmigt habe, dass die Post jetzt rausgehen darf für Sie, da ja auch alles im grünen Bereich bei Ihnen ist. So, dieser Anruf, der dient dann nur nochmal zu Ihrer Sicherheit, Herr Kadirov, damit Sie als Verbraucher abgesichert und geschützt sind. Wird dieser Anruf aus München dann aus verbraucherrechtlichen Gründen zu Ihrer Sicherheit einmal aufgezeichnet? In der Aufzeichnung werden die Damen nochmal bestätigen, dass ihr Sponsor Motorsport aktuell Sie dann auch wirklich nur für 12 Monate begleitet und nicht auf 2, 3 Jahre jetzt und dann auch wirklich nur einmal halbjährlich 70 Euro kostet und jetzt nicht monatlich. Ja, Gut. also dieser Anruf, der dient dann nochmal zu Ihrer Sicherheit, damit Sie dann nochmal abgesichert geschützt sind. So, die Damen, die kontrollieren meine Arbeit nochmal kurz auf Fehler. Ne, das heißt, da wird ein Datenabgleich nochmal gemacht, die Adresse abgeglichen am 10.20a in Hamburg, Geburtsdatum 8.8.88. Sponsor wird nochmal bestätigt für Sie als Gewinner, die Motorsport aktuell, wie gesagt, nur 12 Monate. Und die letzten zwei Ziffern Ihrer IBAN. Hier bitte einmal kurz notieren oder einmal merken. Das wäre bei Ihnen die 63, Herr Kadirov. Das kann ich merken. Genau. Die 63 bitte einmal gleich selber bestätigen bei den Damen aus München. Ne, das war es dann auch schon. Und sobald ich dann die positive Rückmeldung von der Hauptzentrale erhalten habe, dann darf ich den Einkaufsgutschein auf Ihren Namen ausstellen. So, Herr Kadirov, ich drücke Ihnen als Sachbearbeiter erstmal die Daumen, ist klar. Wünsche Ihnen jetzt viel Glück bei der Finalziehung für die Bargeldgewinne. Gut. Also die Quote, die liegt bei 1 zu 4, also keine schlechten Chancen. Das ist Viel Spiel. großartig. Ja, also es ist wirklich eine sehr hohe Quote. Viel Spaß natürlich beim Einkaufen mit dem Einkaufsgutschein. Der ist dann, wie gesagt, nur ein Jahr lang gültig, nicht übertragbar. Gut. Ob Sie den Hotelgutschein jetzt selber in Anspruch nehmen, verschenken, verkaufen, das ist ganz Ihnen überlassen. Das ist Da sehr haben, gut. ne, da haben Sie auch 3 Jahre lang Zeit, darüber nachzudenken. Hotelgutschein ist ja 3 Jahre lang gültig und übertragbar für 2 Personen. So, Herr Kadirov, wir werden uns dann nochmal zweimal wieder hören. Ich Ja, melde mich dann. aber Ich ich melde habe mich dann. noch, ich höre zu, du, ich habe noch einen Auftrag für dich. Bitte. Sitzt du bei Computer? Ja? Mach mal Google. Moment. So, ja. Und gib mal da bei Google am Fernteich 20 Hamburg ein. Meines Adresse, am Fernteich 20, lass mal das A weg. Fein, fein. Fernteich, wie meine Adresse es lautet. Ich guck mal kurz nach, wie deine Adresse war. Moment, so. Fehlt, okay, jetzt habe ich es mal. So, zack. So. Und jetzt guck mal, was steht bei Google Map. Moment, das dauert ein bisschen. So. Soll ich die Hausnummer auch angeben? Ja, 20. 20. 20. Okay, dann gucken wir mal hier. Aber. Oh, da stehen aber viele, viele Sachen. Ja, musst du bei Map gucken, da wo ist das rote Fähnchen, was zeigt, wo ist das Adressen. Moment. Habe ich die Adresse hier falsch eingetippt? Ich gucke mal nochmal nach. Am Moment. Fernteich 20.
Okay, habe ich einen Fehler gemacht. Habe ich das N vergessen? So. Aha, jetzt haben wir es hier. Hamburg, Almania. Impressum Generalkonsulat der Russischen Föderation. Richtig. Ne, das steht hier. Also Generalkonsul Andrei Scharaskin. Richtig. Konsulbezirk Hamburg, Bremen, Niedersachsen. Richtig. Ist russische Botschaft. Okay, interessant. Und jetzt, wir haben große Probleme. Warum? Deine Firma hat mit das gleiche Trick, was hast du probiert bei mir zu machen, der Sohn von Botschafter angerufen und ganz viel Geld bei seinem Konto genommen. Wir wollen das Geld vom Sohn von Botschafter wieder haben. Sonst geht's zu russischen Geheimdienst. Wer hat das denn gemacht? Deine Firma. Gleiches Nummer, gleiches Text. Nein, also unsere Firma kann das nicht gemacht haben. Na, sicher, ja, du rufen an, sagen, hier hast du was gewonnen und dann Geld für eine Zeitschrift wegnehmen. Weißt genau. Du, das ist nicht gut. Weißt du, du kannst nicht mit Wladimir Putin ficken. Putin kommt Nein. Und holt dich, verstehst du? Ich melde ja nur den Gewinn an. Ich werde ja den Einkaufsgut. Sie bekommen ja alles per Post jetzt von uns. Ja, natürlich. Genau das Gleiche habt ihr Sohn von Botschafter auch gesagt. Das ist kleine Junge. Du könntest nicht mit kleinen Jungen so etwas machen. Also, Herr Dürhoff, ich bin ja nur für den Gewinn an, den Gewinn jetzt hier anzumelden. Weißt also, wollen Sie den Gewinn überhaupt haben? Natürlich nicht. Du sprichst mit der russischen Staatssicherheit. Wir haben überprüft, was du da gesagt hast. Der scheißt sich doch total in die Hose jetzt. Sohn von Botschafter, wir wollen das Geld wieder haben. Geil. Krass geil. Mies, aber wirklich, der hat gewartet, bis er die Kontonummer und alles hatte, bis er dann das mit der Zeitung erzählt hatte, blöd. Andere von der Firma, die haben es wenigstens vorher gesagt. Das macht es zwar auch nicht besser, aber blöd.